Da haken wir gleich mal nach. Aus München zugeschaltet ist jetzt der Kolumnist Jan Fleischauer. Herr Fleischauer, wie kann es denn sein, dass die ZDF-Sendung mit den Falschinformationen, muss man ja mittlerweile sagen, über Jörg Schönbohm noch immer in der Mediathek steht? Der Anwalt von Herrn Schönbohm, der hat ja längst eine Löschungs- und eine Schadenersatzforderung an den Sender geschickt. Gut, das ist die Arroganz des ZDF, würde ich sagen. Ne? Also da ist ein Beitrag von Jan Böhmermann, der ja im Zweifel sich immer darauf zurückzieht, dass er alle Satire gewesen, der Behauptungen enthält, in diesem Fall über Herrn Schönbohm, also einen Leiter einer Bundesbehörde, die nachweislich falsch sind, nämlich dass er zu einem Verein, der von russischen Spionen unterwandert gewesen sei, Kontakte unterhalten habe. Also dieser Verein war nicht von russischen Spionen unterwandert. Und auch die Kontakte, die Herr Böhmermann in seiner Sendung da ganz groß, ja, und bedrohlich gewissermaßen für die Cybersicherheit des Landes gemacht hat, entpuppen sich auch als ja ein Vortrag gehalten, der ihm vorher auch noch genehmigt worden war. Also das ganze Ding eine einzige Blamage, aber das ZDF findet, das ist irgendwie okay und das lassen wir jetzt einfach mal im Netz stehen. Der Schaden also da können ist wir mal da. Sagen, wir sagen, weder beim Fokus noch ihr bei der Welt könnt so damit verfahren. Ja, und der Schaden, der ist da, auch für Herrn Schönbohm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie erklären Sie sich, dass Jan Böhmermann mit einer Sendung und so einer Folge wirklich bewirken und auslösen kann, dass die Bundesinnenministerin eben einen gewissen Schritt vollzieht und dann ja auch wohl noch Nachforschung über die Causa eingeleitet hat, wenn sich Politik und dann eben auch eine Bundesinnenministerin von dem lenken lässt, was in einer Satire-Sendung im ZDF publiziert wird? Also für Frau Faeser, die ja jetzt im hessischen Wahlkampf steht und sich als Ministerpräsidentin des schönen Bundeslands Hessen empfiehlt, ist das natürlich ein Riesendebakel. Also so eine Sendung zu sehen und dann also das so ernst zu nehmen, offenbar ohne jede Rücksprache, ja, diesen Mann Stantepede zu entlassen, also weil der ja angeblich russische Kontakte hat, ja, die sich nachher alle in Luft auflösen, ist natürlich eine Peinlichkeit schlechthin. Und nun tauchen auch noch also interne Unterlagen aus dem Bundesinnenministerium auf, wo also der arme Unterabteilungsleiter zu seiner Ministerin tapert und sagt, ja, wir finden leider gar nichts, was gegen Herrn Schönbohm spricht. Ja, wir haben jeden Stein umgedreht, wir haben das Bundesamt für Verfassungsschutz kontaktiert, die haben auch nichts. Und dann gibt es eben diesen schönen Vermerk, wo steht, sie sei extrem ungehalten gewesen, ja, und habe gesagt, das könne ja doch überhaupt nicht sein, das sei eher viel zu dünne, man soll doch mal sozusagen in die Arbeit gehen, auch nochmal das Bundesamt für Verfassungsschutz kontaktieren, ja, nach dem Motto, schubs die doch mal an, vielleicht finden die noch was. Das ist natürlich letztlich ganz schrecklich, weil es ja zeigt, also wie ein Chef agiert, wie man auf keinen Fall agieren sollte. Ich meine, dazu kommt ja noch, anders als der Chef oder vielleicht das Fokus oder der Welt, gilt für die Bundesinnenministerin per Gesetz, dass sie eine Verpflichtung hat, sich vor ihre Beamten zu stellen, der sie in dieser Weise in keinem Fall nachgekommen ist. Lassen Sie uns noch mal über Herrn Böhmermann selbst sprechen. Der hat sich heute ja auch online zu diesen Vorwürfen geäußert. Und ich sag mal, vorsichtig ausgedrückt kann man die Zeilen, die er da geschrieben hat, so zusammenfassen, dass er kein Unrechtsbewusstsein hat. Ist das alles noch journalistisch sauber oder darf Satire wirklich alles und auch andere Menschen einfach durch den Dreck ziehen, auch wenn es gar nicht stimmt? Also was Satire angeht, und da bin ich relativ frei, bin ich auch im ähnlichen Milieu unterwegs oder mit hier unterwegs. Das Problem an Böhmermann ist, dass er ja immer so das Standbein wechselt. Auf der einen Seite macht er oft lustig und im Unterhaltungsgeschäft und Satire, also Zwinker, Zwinker, alles nicht ganz ernst zu nehmen. Und auf der anderen Seite erhebt er sehr ernstzunehmende Vorwürfe gegen Menschen. Da hat ja eine ganze Rechercheabteilung da mittlerweile auch beschäftigt, die ja dann so investigativ tun. Und deren Ziel es schon ist, auch Leute von ihrem Posten zu entfernen, in diesem Fall Herrn Schönbohm, andere auch. Und wenn sich dann diese Vorwürfe als stichhaltig herausstellen, dann macht er das, was keinem von uns Journalisten jemals man durchgehen lassen würde, zu sagen, ja, ich bin ja Satiriker, für mich gelten andere, ganz andere Regeln. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, da ja Klage erhoben wurde, ob diese ganz anderen Regeln in der Tat auch für Herrn Böhmermann gelten oder ob am Ende nicht das gilt, was für jeden Journalisten in Deutschland gilt, dass er sich also Persönlichkeitsrechte wahren muss und ein bisschen doch also auch noch darauf achten muss in der Berichterstattung, dass er bei der Wahrheitspflicht bleibt.
Und es wäre dann auch unsere letzte Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Herr Böhmermann, haben wir gerade schon gesagt, wie der sich geäußert hat. Frau Faeser hat letzte Woche dazu sich im Bundestag eingelassen und auch versucht, das Thema wegzuwischen und sieht sich eher in der Opferrolle, der eine Schmutzkampagne angehängt werden soll. Und eben der Beitrag ist weiterhin in der Mediathek verfügbar. Also, wie geht es weiter? Herr Schulmann hat das getan, was man in so einem Fall, glaube ich, jedem, der Opfer so einer Kampagne geworden ist, nur empfehlen kann, nämlich diesen Anwalt zu nehmen. Er hat sich auch nicht die schlechtesten Anwälte genommen und die haben jetzt Klage erhoben. In diesem Fall, erstmal haben sie hat er ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst eingeleitet, um überhaupt mal vom Innenministerium eine Antwort auf die Frage zu bekommen, was ihm eigentlich vorgeworfen wurde. Das war ja nie ganz klar. Antwort, wir wissen es auch nicht so ganz genau. Ja, der Mann hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Das ist die offizielle Antwort des Bundesinnenministeriums. Ja. Und jetzt eben auch klar gegen das ZDF und auch Böhmermann. Und das Ganze wird vor irgendeinem Landgericht und von einer Pressekammer landen. Und da werden wir doch mal sehen, in der Tat. Und hier geht es, wie gesagt, nicht um die Freiheit von Satire. Hier geht es um die Frage, ist das ZDF auch in seinen Sendungen, die es verantwortet, noch zu einem Mindestmaß von Wahrheitspflicht verpflichtet, ja oder nein? Soweit die Einschätzung von Jan Fleischhauer. Vielen Dank nach München. Dankeschön.